Mein Wunsch führt nur dahin, dass sie von sich aus wirklich alles dazu tun, dass sie erstmal selbst in den Genuss des Guten kommen. Dass sie selbst erstmal so weit sind. Was danach wird, das stellen sie selbst fest. Sammeln sie erst Erfahrungen. Noch heute Nacht haben wir drüber gesprochen. Noch heute Nacht war es. Und die Freundin Gofeld mir die Berichte gegeben, dass die Angehörigen, Verwandte und Bekannte drüben selbst viel Gutes erfahren und die Freunde auch hier schon zwei Weihnachtsfeiern mit beigewohnt haben. Aus der russischen Zone. In diesem Jahr wird es ihnen wohl schwer möglich sein. Aber doch dürfen sie nicht vergessen werden. Und doch müssen wir sie in unserem Herzen tragen und doch müssen wir ihnen das zukommen lassen, was sie für ihr weiteres Erdenleben benötigen. Auch wie wenn sie von der bösen Seite angegangen werden, dass auch sie sich frei fühlen, dass sie sich nicht alleine fühlen und dass ihnen geholfen werden muss. Die helfende Hand reicht noch überall. Ich betone noch einmal, dass diesem, das heißt Gott, hier keine Grenzen gesetzt sind. Es gibt hier keine Grenzen, es gibt hier keine Zonen. Es gibt auch keine Sektoren. Und Nationen spielen hier auch keine Rolle. Nun, wenn der Mensch aber so weit angelangt ist, wie er selbst Wahres erfahren, so kann er das Wahre wiedergeben. Und ich glaube, dass unser Freund Sieger drüben, ich muss sagen drüben, weil hier ein Stück dazwischen liegt, dass Menschen belegt haben, und dass Menschen glauben, für sich beanspruchen zu können, dass auch die Freunde drüben in Berlin hier in guter Führung stehen und dass auch ihnen das Heil widerfahren wird. Das heißt, dass sie es auch empfangen. Franz Sieger ist sehr bescheiden, wie wenn er sagt, dass es wenige sind. Ja, die, wie er sie soweit erfasst hat. Aber es sind bis jetzt, wie viel sagten Sie, über 1000 Adressen? Rund 1000. 1000 Adressen, ja. Und die 1000 bringen wieder einige 1000. Wie vorsichtig unser Freund Sieger sein muss, vorsichtig, dahingehend, indem er die Gemeinschaft in Berlin so aufbaut, dass er nicht dahingehend überfallen wird, und danach nicht Herr seiner Aufgabe sein kann. Systematisch muss er sie aufbauen. Und es ist eine schwere Aufgabe. Und ich weiß, dass es nicht so viel dieser Freunde gibt, die sich hierin berufen sehen und die hierin auch eine wirkliche Lebenserfüllung haben. Sie alle, liebe Freunde, haben mehr oder weniger mit sich selbst zu tun und werden nicht einmal fertig. Und sie könnten sich wirklich nicht um einen Freundeskreis kümmern. Und das wird auch hier nicht erwartet. Es sind immer nur einige wenige, die wirklich dazu berufen sind. Wirklich nur einige wenige, die so viel Güte in sich aufnehmen, um all ihre Nächsten, das heißt die ebenfalls zu uns gehören, für sie so viel Kraft aufzunehmen, dass sie diese gute, gütige Kraft in sich aufnehmen können, wie der Nächste sie wirklich nötig hat. Das ist eines der schönsten Aufgaben. Eine schönere Aufgabe gibt es nicht. Aber wer fühlt sich dazu berufen? Sie könnten es noch nicht sein. Aber deswegen, liebe Freunde, nicht, dass Sie jetzt sich deswegen schämen oder dass ich Sie womöglich beschämend hinstelle. Nein, das nicht. Sie können es nicht. Mein Wunsch führt nur dahin, dass sie von sich aus wirklich alles dazu tun, dass sie erstmal selbst in den Genuss des Guten kommen. Dass sie selbst erstmal so weit sind. Was danach wird, das stellen sie selbst fest. Sammeln sie erst Erfahrungen. Das ist mir vorerst mal das Wichtigste. Nun, will ich nicht zu weit ausschweifen, liebe Freunde.
Sie haben es auch hier aus dem Mund unseres Freund Sieger gehört, dass er nicht zu viel sagen will und auch nicht zu viel sagen braucht. Er hat in kurzen Zügen die Schilderung so von sich gegeben, wie es wirklich der reinen Wahrheit entspricht, wie sich das zugetragen und wie er sich angezogen, wie hergezogen fühlt und dass ihm wirklich kein Weg zu weit ist, dass er nicht nur zweimal hier in dieser Gegend war, das heißt einmal springen, das andere Mal in Norddeutschland, sondern das dritte Mal sogar in Rosenheim auftauchte und heute ist es das vierte Mal hier und das ist viel, sehr viel, dass er die Zeit wirklich uns hierfür geschenkt hat. Dass er auch wirklich Menschen ein Vorbild ist, indem er sagt, meine Zeit ist auch deine Zeit. Es ist nur eine Zeit, wie es nur einen Gott gibt. Und wie jeder nur einen seinen Körper hat. Und er weiß auch, dass wir diese Zeit nützen müssen. Nur muss der Mensch sie zu nützen wissen. Die Zeit will genützt werden, darf nicht ungenutzt bleiben. Nützen Sie die Zeit, liebe Freunde, ist gut. Und auch das haben wir aus dem Mund unseres Freundes Sieger gehört, dass er nicht nur Kraft, nicht nur Energien hier aufnehmen will, nein, sondern die Worte aufnehmen will, die ich ihm hier zu sagen habe. Um diese da dann auch weitergeben zu können. Der wird sich weiterhin auch in Berlin davon dann überzeugen, dass auch dieses Wahrheit ist, wie die Freunde es drüben empfangen. Wie oft Sie auch Wort unseres Freundes Hermann Castorf gehört haben, wie Sie das alles beherzigt und wie Sie wirklich zum Guten stehen. Ich brauche Ihnen wirklich nicht viel dazu sagen, Freunde. Sie wollen, was Sie wollen, das tun Sie jetzt. Und dazu werden Sie hier durch unsere Freunde immer Gelegenheit haben, dass Sie zusammenkommen können. Und auch mir wird die Gelegenheit gegeben werden, dass ich kommen darf. Ich will hier nicht vorgreifen, was unser Freund Castorf später noch zu sagen hat, wie weit die Vorarbeiten dahingehend geleistet worden sind, dass der Bund soweit in Auflösung begriffen ist. Und dass wir jetzt einen gesetzlichen Verein haben, das heißt, der gesetzlich eingetragen ist. Und dass hier uns viele Türen und Tore offen stehen. Und dass hierdurch vielen Menschen auch die Möglichkeit gegeben wird, auch in unserem Freundeskreis aufgenommen zu werden. Und dass sie von hier aus weiterhin zum Guten geführt werden können. Deshalb, weil wir heute schon über Freunde hier verfügen, die sich von dem Guten, die sich von der reinen Wahrheit überzeugt haben und diese Überzeugung weitergeben an denen, die von all dem noch nie was gewusst haben. Nun, liebe Freunde, ich habe nicht gedacht, Sie heute so lange hier festzuhalten. Aber Sie kamen ja auch mit dem Glauben hierher, möglichst viel in sich aufzunehmen, möglichst viel zu hören. Ich bitte Sie in Zukunft immer so zu sein, nur zu hören, keinen Gedanken aufzunehmen, denn alles, was Sie aufnehmen, über Ihr Ohr, über das Ohr Ihres Körpers, da brauchen Sie sich nicht zu fürchten, Sie werden etwas vergessen. Nichtaufnahme ist, wenn Sie Gedanken aufnehmen, dann können Sie nicht hören und das wird in Vergessenheit gebracht. Und Sie werden das Gehörte dann auch nicht beherzigen können. Wenn hören, dann hören, nur aufnehmen, dabei aber keinen Gedanken aufnehmen, sondern nur hören, was zu Ihnen gesprochen wird. So dass Sie diese Worte, die wirkliche Wahrheit, dann auch beherzigen können, von dem Sie sich danach auch überzeugen, auch zu überzeugen haben. Das, liebe Freunde, ist immer das Wichtigste.
Es geht hier nicht, unser Freund Sieger auch sagt, er sei kein Redner. Ich bin auch kein Redner. Ich bin nur ein Sprecher. Ich habe nur die Wahrheit zu sagen, mehr nicht. Und ich weiß, dass Sie nicht einen Redner haben wollen, der ihn mit schönen, guten, mit liebenswürdigen Worten überschüttet. Und dass Sie da dann in den Glauben verfallen, das ist ein, der hat mal was gesagt. Das war gut. Ist der eine beherzigt, das verneint der andere. Nein. Derartiges hören Sie hier nicht. Was hier zu sprechen ist, ist nur das zu sprechen, was zur Wahrheit gehört. Was aus dieser alleine hervorkommt. Was die Wahrheit uns bietet. Das, liebe Freunde, das wird Ihnen hier nur gegeben. Wahrheit ist auch, dass Sie heute hier sind, dass Sie Ihren Körper hier bei sich haben und dass Ihnen hier die Gelegenheit gegeben worden ist, sich auf Ihren Körper zu besinnen und dass ich Ihnen dahingehend auch angegangen bin, indem Sie Ihren Körper Beachtung schenken sollen, da es ja ein göttliches Geschenk ist. In diesem hatten Sie im Leben kaum, eher und mehr keine Beachtung geschenkt. Nur wenn der Körper von dem Übel erfasst worden war, dann, ja, dann haben sie alles Mögliche versucht und haben sich dann eher und mehr nicht auf sich selbst verlassen können, sondern auf ihre Nächsten, indem sie da glaubten, er wird schon tun, auch wenn er versucht, sie zu helfen. Und dieser Versuch ist ihnen doch in allen Fällen immer zum Übel geworden. Nun, glaube ich, Freunde, werden Sie etwas mehr wissen. Stellen Sie sich in Zukunft nicht auf ein Verlangen ein, sondern erlangen Sie es. Ich stelle auch keinen Versuch, sondern ich ersuche Sie doch am Laufenden, dass Sie jetzt baldmöglichst den guten Weg einschlagen und dass Sie die Treue erstmal zu sich selbst halten und dass Sie wirklich all das tun, was Sie sich selbst versprochen und dass Sie auch an das glauben, was Sie für sich nötig haben und dass Sie sich wirklich auch zu dem Versprechen halten, wenn sie sich von dem Bösen lossagen, dass sie sich mit dem Bösen, mit diesem Übel nicht mehr vereinigen, sondern mit dem, was ihn wirklich zum Guten führt und was ihn auch gut tut. Damit sie dieses Gute, die Güte Gottes in sich aufnehmen und dieses da dann auch weitergeben können an ihre Nächsten. Nun glaube ich mich so oft heute hier in Worten wiederholt zu haben. Und immer wieder kann ich nur betonend sagen, es ist notwendig, Freunde, wenn Sie es beim 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. nicht verstanden haben, dann sage ich das ein 11., ein 12. Mal. Ich sage es 24 Mal, ich sage es 48 Mal. Ich sage es nicht nur in einem Jahr, ich sage es Jahr ein, Jahr aus, solange ich hier sein darf, bis der Mensch es erfasst hat. Bis der Mensch das Gute beherzigt, bis der Mensch es in sich aufgenommen, bis der Mensch das befolgt, was er zu befolgen hat. Und bis er dem folgt, dem wir alle kurz über lang doch folgen müssen. Und wer durch die Schrottmühle gehen will, wer die Not und das Elend noch nicht kennt, der müsste es erst kennenlernen. Aber ich glaube, Sie haben einen Teil von diesem gekostet. Und ich glaube auch sagen zu können, Sie wollen mit diesem Übel nichts gemein haben. Aber nun stehen Sie aber auch dazu. Wer heute noch nicht genug gelernt hat, dass das Übel noch nicht so viel Schrecken über ihn gebracht, der beuge sich dem, der füge sich dem und der ziehe eine weitere Lehre und gehe dem nach. Das heißt, um erst noch mehr zu lernen, bis er mehr von dem Übel erfasst ist, bis er so weit angelangt ist, wie viele es auch waren, die den Menschen keinen Glauben mehr schenken konnten und die sich verloren gesehen haben, dass es kaum eine helfende Hand unter den vielen Menschen gegeben, dass er sich selbst entschlossen hat, bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst. Und so ist der Mensch dazu übergegangen, da begann er es zu glauben. Da sah er sich nicht mehr verloren. Da wusste er, dass er ein göttliches Geschöpf ist. Da wusste er, dass er ein Kind Gottes ist. Da fiel der Hochmut von ihm ab. Da fiel alles Irdische von ihm ab. Auch das, von dem sein Körper
behaftet war. Wo er belastet gewesen ist, von diesem allen machte er sich frei. Ich möchte jetzt nicht diese Menschen zitieren, die früher tatsächlich viel irdisch große Güter besessen haben, die zu guter Letzt alles aufgegeben, die sich von dem gelöst haben, indem sie sagten, ich will mit diesem nichts mehr zu tun, ich will mit dem nichts mehr gemein haben. Einige gingen in das Kloster und andere zogen sich in die Einsamkeit zurück. Auch ich habe es Ihnen schon einmal wissen lassen, dass es Menschen im fernen Osten gibt, denen das so mit auf den Weg gegeben worden ist, die heute in diesem Erdenleben zu den Reichsten der Reichen zählen, aber sie ein bestimmtes Alter erreicht, sie eine Familie gegründet und diese Nachkommen das übergeben, sie als Bettler dieses Besitztum verlassen, um sich für das nächste Erdenleben vorzubereiten. Aber diese Menschen, liebe Freunde, haben sie noch nicht kennengelernt, die haben sie noch nicht begegnet, von all diesem wissen sie noch nichts. Es würde auch zu weit führen, wenn ich jetzt hier weiter aushole und Ihnen Näheres hierüber sage. Was ich Ihnen sage, ist weiter nichts als nur die Wahrheit.